Wo werden nun Halter von Tool Protect eingesetzt? Das ist vielfältig, vom Profiforst über Gartenlandschaftsbau, Baumpflege im Arbeitskorb zum Beispiel, kommunal bis hin zu Einsatzkräften, wie zum Beispiel die Feuerwehren. Überall dort, wo das Werkzeug gesichert mitgeführt werden soll und vor allem geschützt, aber auch die Person vor Verletzungen geschützt werden soll. Wir haben wirklich zahlreiche Anwenderfotos bei uns online und würden uns freuen, wenn wir auch Fotos zum Beispiel von dir zugesandt bekommen, um diese zu veröffentlichen, um auch anderen Usern die Möglichkeit zu geben, Beispiele zu sehen und sich vielleicht eine Inspiration zu holen, wo und wie so manche Anbausituation gelöst wurde.